1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 und 3 Öfen. 3 Ofen. Ja. So, die Steine hier oben sind dann auch fertig. Auf jeden Fall hier auf dem Dachboden, da ist ja das Schlafzimmer geplant. Das hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt. Und das habe ich mir auch schon im Prinzip mal so testweise vorgebaut gehabt. Nur, ja, das wird am Ende sowieso wieder anders kommen, weil ich habe bisher eigentlich immer vorher ein bisschen rumgebaut und am Ende kam es dann doch anders. Und doch besser auch. So, dann ist hier das Bücherregal komplett. Und dafür brauchen wir, ja, viele verschiedene Wollfarben auf jeden Fall. Und ja, das haben wir alles noch nicht. Besonders blaue Farbe brauchen wir. Und dafür müssen wir auf jeden Fall noch in eine Höhle. Und die Bücherregale, die 6, können jetzt auch erstmal weg. Und, das brauchen wir auf jeden Fall. Die auch, ja, ob wir das Schwert wegtun sollten, weiß ich nicht, ob die Idee so klug ist, aber hier unten ist, hoffe ich mal, sicher. Jetzt, bäm, Krieger. Nö, doch nicht. Hallo? Wie ist denn hier so schäbiger Stein drin? So, und es soll ja hübsch und einheitlich aussehen. Und deshalb ziehen wir hier diese Steine hinein. Bum, 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 bum. So. Hier müssen wir dann jetzt schnell sein wegen der Lava. Oder können wir das so zubauen? Nee, das muss da raus. Dann müssen wir... Oh, ich habe die Lava gehört. Da haben wir den Stein verpuffen hören. Ja, das tropft hier so durch. Das sieht so ein bisschen... da oben ist unsere Folterkammer. Deshalb ist es hier so rot. Da ist die Kuhmetzgerei. So sieht's aus. So. Jo. Ja, zum Glück haben wir uns genug Steine gemacht. Hier so. Und dann kann hier zu. Da auch. Und die Fackel ist im Weg. Ja. Ja, toll. Weg. Und auch weg. So. Warte mal, das ist dann eine Dreierhöhe. Nur hier kann zu. Dann reicht das doch so. Oder? Ja doch, das reicht bis dahin zumindest. Und da muss es dann wieder ein Stückchen höher. Ja, und der Verbindungstunnel wird, so wie er jetzt ist, nicht bleiben. Da wird sich schon noch was tun. So. Deshalb haben wir auch ein wenig Holz mitgenommen. Ja, toll. Das war jetzt dusselig. Aber, ja, so, komm. Eine Fackel, damit hier nichts spawnt. Hier ist hoffentlich auch nichts gespawnt, weil hier doch recht hell ist wegen der Lava. Jo, das sieht gut aus. So, dann machen wir hier den Boden weg. Ja, so. Reicht das so? Gucken. Alter, da sind die Funken am Fliegen. Ich dachte, das ist ein Creeper oder so. Diese Ausgeburten der Hölle. Ja, das hier kann dann auch weg. Ah. So. Lassen wir das so? Ja, ist ja egal. Das ist ja das, was wir hier jetzt bauen sollen, nicht unbedingt fürchterlich hübsch werden, sondern einfach nur zweckmäßig. So, dann hier und dann muss hier auch ein Eingang hin. Dann wird das hier so eine Art, ja, so eine Minenhütte irgendwie.
da die Tür. Und hier auch eine Tür. So, ja. Ja, Fenster können wir uns nicht leisten. Und ja, ein Dach wäre auch ganz nett. Ein Spitzdach, ich weiß ja nicht. Gucken wir mal, ob wir das hier hinkriegen, so ein Spitzdach. Ja, so. Ah ja, wir haben noch 64, gut. So. Dann können wir jetzt hier unsere... Wo ist die Werkbank? Die Werkbank da so hinstellen. Und die drei Ofen da. So, da können wir hier auch irgend so eine Truhe für unterwegs anlegen. Und erstmal hier Türen rein. Ich habe hier irgendwie Angst, dass hier gleich so ein Viech auf der Matte steht und uns nach dem Leben trachtet. So. Und so. Nee, das... Ja doch, das Schwert können wir da wieder reinpacken eigentlich. So, dann machen wir uns jetzt auch wieder so ein paar Treppchen. Können wir eigentlich den ganzen... Ja, nee, nicht den ganzen Rest für verschwenden, aber... Na, ach. So. Und dann, wupp. Ja, im Dachbauen, da sind wir ja schon Meister. Um nicht zu sagen, Großmeister. Ja, im Dachbauen, da macht uns keiner was vor. Wobei, da habe ich auch schon wieder ein paar Verbesserungsmöglichkeiten bei dem Dach, was wir da im Moment gebaut haben. Aber alles zu seiner Zeit. Wir müssen uns ja hier nicht abhetzen. So, hier ist das Dach zu Ende. Ja, das kann da dann weg. Ja, und das Ganze hier auch, hoffentlich. Oder fließt uns dann die Lava hier zum Haus? Ne, ich glaube, ich lasse die Steine lieber da, beziehungsweise ich mache es ganz anders hier so. Ich baue die Lava hier einfach zu. Dann kann da auch nichts passieren. So. Nein, nein, nein. Schlechte Idee, schlechte Idee. Verdammt. Nein, 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 nein. Unser Haus brennt gleich, unser Haus brennt gleich. Weg, 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 weg. Und? Verschwinde. Alter. Da gucken wir fast unser eigenes Haus ab. Und es brennt. Irgendwas brennt hier doch, ich hab's so gehört. Hä? Hä? Das ist, glaube ich, nur... Ja, komm, das kann dann auch da weg. Dann machen wir da die Steine rein, dann passt das. So. Ja, hier, das ist jetzt nicht sonderlich hübsch, diese Absteige. Aber das soll sie ja auch nicht sein. Hier unten. Einfach nur zweckmäßig. So. Hallo? Ich mache hier einen doppelten Rand, jetzt reicht's. So, da ist jetzt Ende mit der Lava. Das kann dann weg, die hier eigentlich auch. Und das hier kann endlich mal abfließen. Ja, was die Lava auch immer so lange braucht. So, ja, komm. Drauf geschissen. Der Kackhaufen hier kann weg. Oh, wir haben einen Kohle. Wir sind ja richtig reich. Dann können wir hier auch ein bisschen Decke anheben. Oh, und vor allem ausleuchten. Wir wollen ja nicht, dass hier drin irgendwas spawnt. So. Richtig. Dann. Ja, hier kommt so eine Truhe hin, denke ich mir mal. Brauchen wir jetzt eine Menge Eisen, Stöckchen und
ein bisschen Gold auch. Sogar ein bisschen Redstone. Die wir jetzt zum ersten Mal verwenden. Oh, ich weiß aber nicht, ob das die Redstone-Menge, die wir im Moment haben, dafür ausreicht, was ich da vorhabe. Gucken wir mal. Die Kohle kann auf jeden Fall weg. Die schönen Steine brauchen wir auch nicht mehr. Ach, ich lerne es noch. So. Kies kann auch weg. Die hier auch. Die Treppchen. Oh, guck mal, da hatten wir noch so viele, hätten wir gar nicht bauen müssen. Können auch weg. Die Erde behalten wir mal. Holz, Holz. Brauchen wir Holz, ja. Haben wir noch welches? Jawohl. Perfekt. Und das Kies kann weg. Die werden die Stöckchen reichen? Ich weiß es nicht. Wir werden es einfach mal herausfinden. Und zwar machen wir uns jetzt Schienen. Ich weiß nicht wie viele, ich glaube 64. Komm, machen wir uns da zwei 64er Stacks. Das wird auf jeden Fall reichen. Aber das ist nicht alles, was wir brauchen. Wir brauchen auch Gold. Und ich glaube Redstone braucht man dafür auch. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir nicht genug Gold, glaube ich. Nee, das ist bei weitem nicht genug. Naja, Antriebsschiene. Die brauchen wir auch. Ja. Was hab ich nur vor damit? Ja, ja, das... Wie eine Überraschung und Redstone-Fackel. Also wir haben 24 Antriebsschienen, brauchen wir auch 24 Redstone-Fackeln. Also, so viele brauchen wir auf gar keinen Fall, glaube ich. Also, nie im Leben. So, und diese Redstone-Fackeln erkläre ich gleich mal ganz kurz, wenn ich hier das Gold wieder eingelagert habe. Das läuft folgendermaßen ab. Wenn man die irgendwo platziert, dann wird jetzt in so einem Umkreis von, ich weiß nicht, hier, also nach hier ein Block und hier so überall so ein elektrisches Signal abgegeben. Und die Antriebsschiene, wenn die ein elektrisches Signal abbekommt, dann 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir, dann kann die Antriebsschiene unsere Lore, die wir uns jetzt gebaut haben, antreiben und dann kriegen wir einen ordentlichen Geschwindigkeitsschub und das ist auch ja, das Ziel von dem ganzen Tohuwabohu, den wir hier veranstalten. So, und jetzt Schienen und los geht's. Da bauen wir uns hier ja so einen kleinen Minenstollen, damit wir ganz schnell von A nach B reisen können. Beziehungsweise im Moment ist es nur vom unser Farmhäuschen. Na, hier ist schon Ende. Von unserem Farmhäuschen nur hierhin. Aber das reicht doch erstmal. Wir können natürlich dann noch, wenn wir irgendwann in diese Richtung irgendwas gebaut haben oder da oder ich weiß nicht wo, können wir das Schienennetz natürlich noch erweitern. Weil man damit richtig, richtig schnell vorankommt. So. Dann mache ich jetzt, ich denke mal, alle 10 Felder so eine Antriebsschiene. Wobei die erste wird freigelassen. Zack. So, jetzt buddeln wir da. Na toll, hier reinspringen war eine dusselige Idee. Ein Loch, das zwei tief ist. Und das hat den Grund, dass wir jetzt da unten die Fackel reinsetzen. Und toll. Wir brauchen die schönen Steine nochmal. Mach die Luke auf. Der Herr ist zu Hause. So, von dem brauchen wir auch zwei. Damit es richtig hübsch wird. So, und die auch. So, jetzt haben wir aber alles, was wir brauchen. Mhm. Ich denke schon. So, wir setzen da diese ja, Redstone-Fackel rein. Machen dann dicht. Und legen da die Antriebsschiene drauf. Tada, sie funktioniert. So, diese Antriebsschiene funktioniert jetzt, weil sie gelb leuchtet. Diese hier leuchtet grau, das heißt, die hat kein Stromsignal. Und wenn die jetzt nicht im Betrieb wäre, dann würde die Lore abbremsen. Also man kann die sowohl zum Beschleunigen als auch zum Bremsen verwenden, je nachdem, ob halt da Strom fließt oder nicht. So, und jetzt